Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Cyberia 2, ihr Lieben. Ja, und hier zu Romansburg. Wir haben ja letztes Mal dieses Heftchen hier entdeckt, womit wir ja wieder so ein paar mehr Infos zu diesem Alexei, der seine Forschung oder der seine Einblicke auf seiner Reise durch diese Forscherin Anna hieß, die glaube ich auch bestätigt gesehen hat, hier nochmal zusammengefasst hat. Einiges kannten wir ja auch schon aus Teil 1, aus der Vorlesung. Also schon interessant. Und ich sehe gerade, hier ist noch so eine Yukol-Reliquie. Schauen wir uns mal an, was wir damit anfangen können. Und wie letztens auch schon bemerkt, die Konversation nochmal komplett ansehen. Nochmal hier alles durchschauen, sodass man auch nichts vergisst und dann nicht mehr weiß, wo es hingeht und so weiter. Das muss hier müssen wir nichts mehr machen. Unten ja wahrscheinlich auch nicht mehr. Also hier wären wir, glaube ich, durch. Wir haben hier so eine Reliquie mit. Dann schaue ich mir mal jetzt außen nochmal rum und vielleicht kann man ja jetzt nochmal mit dem Patriarchen reden, nach diesen Infos. Ich schaue mich hier auch nochmal um. Hier ist anscheinend, also ich habe das Gefühl, dass wir hier fliehen müssen, weil Anna das hier aufgefallen ist, dass man hier mit einer Art Schlitten runterkommen kann. Und das ist das Grab von dem Alexei. Ich sehe gerade, wir hatten ja über Kräuter geredet und wir nehmen die mal mit. Kräuter und Brombeersträucher. Die sollen ja... Also ich glaube, der Alexei wird jetzt Hans nicht helfen, aber die Information, die wir über sein Heftchen hier... Eine echte Mönchsarbeit. ...in Erfahrung bringen konnten. Hier ist nichts mehr, das kennen wir. Ich vermute mal, dass man da mit dem Sarg das eventuell machen kann. Und so weiter und so fort. Ich gehe nochmal kurz zum Hans. Hans? Nee. Ich sehe gerade das hier mit dem Tisch hier. Schauen wir mal kurz. Es fehlt etwas, um das hier... Was könnte man hier auf dem Tisch liegen? Vielleicht die... Ja, das bringt auch alles nichts. Vielleicht das hier? Ja, okay. Ist das hier? Ah, okay. Eine Kerze? Es fehlt etwas. Leute, ich vermute mal, wir hatten doch hier noch mal ganz kurz... ich muss das folgenderweise machen. Dokumente. Das mit den Kräutern hier. Duften seine Blüten so stark, dass sie selbst einen Yuki aus dem Winterschlaf wecken würden. Aha. Verbrennung. Kann man daraus vielleicht so eine... Ja, wir probieren es mal aus. Na, so rum. Vielleicht kann man ja daraus auch irgendwie so eine Kerze pressen. Oder zumindest die Kräuter hinzufügen. Das wäre jetzt mal der nächste Weg. Schauen wir mal kurz rüber. So. Also, das hier nicht, aber hier. Ja, sehr schön.
Jawohl. So muss das sein. Eine Krautkerze, sehr schön. Ab zum Hans. Und wie gesagt, Konversation immer bis zum Ende hin, das öffnet weitere Gesprächsfäden. Jetzt holen wir mal den Hans mal hier mit der Kerze. Vielleicht ja zurück. Und wieder die Mammuts, ihr Lieben. Im übertragenen Sinne hilft ihr der Alexei dem Hans wieder auf die Beine. Durch uns, durch seine Infos. Wie ein Gefangener war er hier eigentlich, ne? Hans, wie geht es Ihnen? Kate, ganz gut. Warum bin ich hier? Das erkläre ich Ihnen später. Gehen wir? Können Sie laufen? Würde ich gerne, aber... Bleiben Sie liegen, Hans. Ich schaue nach, wie wir von hier wegkommen. Okay. Jetzt gucken wir mal. Also ich meine mal, dass... Ich meine mal, dass es das hier ist. Ich hatte auch den Eindruck, dass der Patriarch uns... also der hasst ja irgendwie die Yukols. Aus gewissen Gründen. Diesen Sarg bekomme ich Gänsehaut. Also ich glaube, wir müssten hier raus. Huh, recht steil. Aber mit einem Schlitten könnte man es nach unten schaffen. Also hier kommen wir erstmal nicht weiter. Also Hans ist wach, wir müssen mit ihm raus. Vielleicht sprechen wir jetzt nochmal mit dem Patriarchen. Vielleicht kommen wir ja da weiter. Lässt er uns jetzt auch gehen, wenn wir ihm sagen, dass Hans gesund ist? Okay. Aha. Das ist hier, scheint hier auf zu sein. Was hat der denn hier immer gemacht? Ein verzierter Schlüssel. Leute, der Schlüssel, hier vorne war doch was. Wo ist der denn hin? Also hier vorne war doch was. Wo wir ja immer naiverweise diesen ersten Schlüssel, den wir hier gefunden haben im Spiel, versucht haben zu verwenden. Okay, scheint hier so ein... Ist es das, was ich vermute? Eine Glocke? Aha. Da beim Friedhof ist der weg. Schauen wir uns mal an. Die sind alle irgendwie weg, sehe ich gerade. Oder?
eigentlich nirgendwo steht jemand mehr. Hat man, also quasi haben wir sie alle weggelockt, oder wie? Schauen wir mal. Schon interessant, dass das irgendwie unser einziger Ausweg von hier ist, ne? Konnte man ja mit dem... Für den Patriarchen war das eine gegessene Nummer, ne? Nö, nö, der, daraus wird nichts. Lass, Der hat uns auch nicht gesagt, ihr könnt gehen oder ähnliches. Scheinbar wollte er uns hier festhalten, habe ich so den Eindruck. Was ist los, Kate? Gehen wir hin. Ja, Kate, wir müssen uns beeilen. Los. Der Hans ist schon echt alt, ne? Also, nicht mehr der Fitteste. Oh, kommt der Patriarch? No, do not go! No! You must stay! Alter. Stop them! Alter, was war denn mit dem Typen los? Oh, der Hans hatte wohl Spaß daran. Ach, welch rasante Talfahrt. Hat richtig Spaß gemacht, Kate. Wirklich. So, zurück im Zug. Wir reden mal mit dem Hans. Hans? Mhm. Hans, können wir nun unsere Reise fortsetzen? Ich muss noch etwas zu Ende bringen, aber Sie könnten mir dabei helfen. Gern. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Ich habe das mechanische Herz repariert für die Pferde. Ah, ja, stimmt. Aber ich bin jetzt zu müde. Bitte gehen Sie für mich zum Kabarett und bauen Sie es ein. Bei Zirkus. Ja, tue ich gerne, Hans. Seien Sie unbesorgt und ruhen Sie sich etwas aus. Können wir mit ihm noch... Ja, jetzt gibt er uns das... ich will aber auch die anderen Punkte abarbeiten, also nicht, dass wir hier irgendwas vergessen. Hans? Mhm. Ein mechanisches Herz? Was genau ist das? Bloß ein kleiner Mechanismus. Ohne ihn sind die Pferde leblos. Ja, ähnlich wie bei uns ja auch, ne? Es ist sicher nicht leicht, ihn einzubauen. Aber nein. Es ist wirklich ganz einfach, Kate. Das schaffen Sie schon. Alles in Ordnung, Hans? Ja, geht schon wieder. Bin nur ein bisschen müde. Sie wollen, dass ich das Herzstück zu Zirkus bringe? Zirkus ist ein alter Freund, aber er versteht nichts von Technik. Sie müssen ihm dabei helfen, es einzubauen. Okay. Na gut, ich gehe zu ihm. Ruhen Sie sich aus. Ich hoffe, der alte Patriarch hat's endlich begriffen. Der Patriarch ist ein engstirniger Mann. Oh ja, das ist er. Kann man wohl sagen. Dieser Kerl ist absolut fanatisch. So. Bis nachher. Kommen Sie schnell zurück. Das tun wir. Also wir sind hier schon fast durch. Zumindest gefühlt. Geh mal rüber zu Zirkus. Nee, wir laufen hier mal zurück zu Zirkus.
Aber bevor ich da reingehe, würde ich mal mit der Kleinen hier reden. Mit der... Wie ist die nochmal? Malka? Oder... Ich werde den Pferdeautomaten reparieren. Wirst du dir die Vorführung ansehen? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich kann Zirkus helfen, Malka. Malka, genau. Das hoffe ich auch. Dieser komische Hund bringt ihn noch zur Verzweiflung. Heißt das, er hat den Hund von den Burkhoff-Brüdern? Ja, er versucht, ihm Kunststücke beizubringen, aber ohne Erfolg. Ach, das ist doch dieser Yuki, ne? Wahrscheinlich. Alle, hopp, hopp! Alle, hopp, hopp! Alle, hopp, hopp! Ah, jetzt reicht's aber. Hau ab, du Dreckshund. Los, weg hier. So. Gehen wir mal zu dem Zirkus. Guten Tag, Herr Zirkus. Ah, guten Tag, Fräulein Walker. Herr Zirkus, ich wollte Ihnen Neuigkeiten von Hans bringen, bevor wir abreisen. Hat der alte Patriarch ihn geheilt? Genau genommen, das kann man wohl nicht sagen. Hat er nicht. Ne? Geht es ihm besser? Oh, es könnte ihm besser gehen. Aber er möchte die Reise fortsetzen. Sagen Sie ihm, ich wünsche ihm viel Glück, Fräulein Walker. Sag ich ihm. Als ich reinkam, schienen Sie sehr wütend über diesen komischen Hund zu sein. Hund, sagen Sie? Hier nennt man das einen Yuki, Fräulein Walker. Weil Sie von den Yukol-Eskimos gezähmt werden. Yukol, Yuki. Macht Sinn. Ein Yuki? Lassen Sie sich nicht täuschen, Fräulein Walker. Sieht zwar aus wie ein Hund, ist aber keiner. Wohl eher eine Mischung aus Robbe und Bär. Mit einer Prise viel Fraß. Und Sie versuchen, ihm eine Zirkusnummer beizubringen? Von wegen. Ich gebe zu, ich hab's versucht. In Ermangelung eines Besseren. Aber ein zivilisierter Mensch kann aus diesem Vieh wirklich keinen Nutzen ziehen. Das Tier widersetzt sich jeder Form von Dressur. Es will nur fressen. Herr Zirkus, ich möchte mich für Ihre Gastfreundschaft bedanken. Wir werden Romansburg bald verlassen. Ah, das ist sehr schade, Fräulein Walker. Sie verpassen meine Pferdenummer. Ich beginne mit den Vorstellungen, sobald ich diese verflixten Automaten repariert habe. Das werde ich dann wohl ein anderes Mal nachholen müssen. Nee, hä? Quatsch. Was soll das? Funktionieren die Pferde nicht? Ich hatte Herrn Vorarlberg gebeten, sie sich anzusehen. Aber aufgrund dieses schrecklichen Anfalls, den sie miterlebt haben, kam er nicht dazu. Vielleicht kennen Sie sich ja damit aus, Fräulein Walker. Ich heiße zwar nicht Hans Vorarlberg, aber... Dass sie hier zum Beispiel so tut, als wenn sie es nicht weiß, also... Herr Zirkus, Hans Vorarlberg hat mich gebeten, Ihnen bei der Reparatur des Automaten zu helfen. Okay. Ah, wunderbar. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, Fräulein Walker. Ich muss weiter, Herr Zirkus. Gott beschütze Sie, Fräulein Walker. Jetzt gehen wir mal zu diesem Automaten hier. Und nun?
Jetzt checke ich das wirklich nicht. Also, was muss ich hier machen? Irgendwas? Ich kann mit ihm nicht reden, ne? Herr Zirkus? Fräulein Walker, was ist passiert? Kein Wunder, dass der Automat nicht funktioniert. Ein Hauptbestandteil fehlt. Ich baue ihn ein, wenn Sie es erlauben. Ah, Sie retten mir das Leben, Fräulein Walker. Ich glaube, ich kann den Automaten reparieren, Herr Zirkus. Nur zu, Fräulein Walker. Ich muss weiter. Gott be... Hä? Also bin ich dumm? Leute, verpasse ich hier was? Also, irgendwie checke ich das nicht. Also, ich versuche, den zu reparieren. Aber irgendwie schaffen wir das nicht. Brauche ich vielleicht nochmal irgendwie Werkzeug oder so? Einmal noch mal genau gucken. Also, das wirkt jetzt irgendwie so, als wenn man das aufziehen würde, ne? Und wie kann ich denn den Rest hier bedienen? Ah. Aber wo steckt man die denn ein? Ich weiß es nicht. Vielleicht so? Sehe ich denn da etwas? Also so einen Sinn erkenne ich dann nicht. So.
Eben. In der nächsten Folge geht's weiter. Also ich glaube, das wird hier noch ein bisschen dauern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier jetzt irgendwie einen Sinn hat oder nicht. Aber wir versuchen es einfach mal. Keine Ahnung. Müssen wir mal sehen. Vielleicht beobachte ich auch einfach mal die Rohre oder ähnliches. Und dann, naja, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.